Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hass Reiter und wir sind in Folge Nummer 86, glaube ich, von Avorion. Ja, wir haben letztes Mal den SWOX 3, glaube ich, erwischt. Ne? Und jetzt hatten wir noch einen Auftrag, dass wir zu dem Kollegen da fliegen. Jetzt lass uns. Ne, ich glaube, ich habe letztes Mal schon alles durchgeguckt. Hier dürften eigentlich keine Teile sein. Und wenn, dann haben wir Pech gehabt, ne? Wahrscheinlich sind die jetzt sowieso schon nach dem Abspeichern verschwunden. Okay, wir müssen aber hier hin. Und das werden wir jetzt mal im Angriff gerade nehmen. Dass wir darüber springen, ne? Da ist der Weg. Zack, zack. Wollen wir mal gucken, was uns sagt. Kiduliam, der Abenteurer, der Einsiedler. Hallo, danke, dass du gekommen bist. Was ist los? Ich habe etwas Interessantes herausgefunden. Ich habe gute, schlechte Nachrichten. Was denn? Gute Nachricht ist, dass ich herausgefunden habe, wo die Xotern ihren Stützpunkt haben. Das ist doch toll. Die schlechte Nachricht ist, dass sie von der anderen Seite der Barriere kommen. Das klingt nicht gut. Weißt du, was die Barriere ist? Ich bin mir nicht sicher. Wir können nicht mehr ins Zentrum der Galaxie springen. Die Sektoren dort sind keine normalen Sektoren, sie sind eher Risse im Raumgewebe, in der man nicht reinspringen kann. Ich weiß auch nicht viel mehr. Und darüber habe ich noch eine gute Nachricht. Ich habe von jemandem gehört, dass sehr viel über die Karriere weiß. Wird er uns helfen? Ich hoffe es. Wir sollten mit ihm reden. Ich werde versuchen herauszufinden, wo genau man ihn finden kann. Wenn ich das weiß, schicke ich dir eine Mail. Bis dann. Kann man noch was? Grüßen? Hallo, danke, dass du gekommen bist. Natürlich bin ich gekommen. Ich habe etwas Interessantes rausgefunden. Was denn? Das ist toll. Das klingt nicht gut. Was denn? Ja, ist okay. Können wir beenden. Ist die gleiche Geschichte normal. Ich wollte zwar den anderen Punkt noch haben, aber ist halt nicht möglich. Gut, dann sollten wir schauen. Ja, er sucht jetzt nach der Mail sozusagen. Dann gucken wir mal gerade hier rein. Da hat immer Xotern gerät. Ich werde es auf jeden Fall nicht brauchen, aber vielleicht findest du hier eine Verwendung dafür. Da ist das Xotern-Wunderloch-Gerät. Alles nehmen. Gut, das haben wir gar nicht hier berücksichtigt, dass man das nehmen kann. Der Rest ist schon mal erstmal klar hier, oder? Und jetzt der Abenteuer. Combat Instruction. Okay. Mach dir auf der Reise was. Okay, das ist erstmal durch. Mit denen sind wir schlecht, mit denen sind wir gut. Das bedeutet, wir sollten hier weiter schauen, dass wir da noch ein paar Sachen treffen vielleicht. Treffen ist gut, ne? Sondern vielleicht da finden, beziehungsweise Sachen kaufen können. Und dann müssen wir ja auch noch unsere eigene Basis bauen, ne? Ressourcendepot. Ja, Ressourcendepot ist dann so eine Sache. Wo wir die bauen, war egal, ja, aber vielleicht eher mehr da, wo wir mit anderen Fraktionen gut sind, denke ich mal, oder? Das müssen wir mal anschauen. Hier gibt es zwei Minen, was gibt es hier noch? Ressourcendepot. Bergbusche, leichtes Bergbusche. Ich glaube, das bringt uns nicht weiter. Die Minen bringen uns auch nicht wirklich weiter jetzt. Gucken wir mal rein. Hier gibt es ein Nordtor. Ist das das Nordtor? Nein, das ist das Südosttor. Da sind wir hergekommen. Wo ist das Nordtor? Ich sehe gerade kein Nordtor, auch gut, oder? Ah, da oben. Ja, da ist das Nordtor. Fliegen wir da hin oder fliegen wir nicht dahin? Eigentlich ist Fliegen schon Blödsinn, ne? Weil Springen geht schneller.
Ah, das wird wohl nichts mehr. Okay, ich habe das Schiff von einem Kumpel mit Titan-Integrationsgenerator ausgestattet. Jetzt kann es deutlich mehr einsteigen, bevor er auseinander einstecken, bevor es anbricht. Okay. Ja, fliegen wir da erstmal rein. Jetzt ist der Power down. Natürlich immer riskanter, in einen anderen Sektor zu springen, ne? Schauen wir mal. Was ist hier los? Ressourcendepot, Raumjäger. Ein Frachter. Wo ist dein Heimatsektor? Hat er noch was für uns? Ein bisschen etwas Interessantes. Okay, keine Information. Brauchen wir nicht mehr. Ja, Ressourcendepot ist hier. Was ist da für Preise? 3,5, okay. Aber wir wollen das ja an einer eigenen Station machen. Eine Forschung von der Forschungsstation einer Frau haben legendäre Upgrades mit etwas Neuem kombiniert. Okay. Da müssen wir auch noch gucken, ne? So, Karte. Wir wollen. Mit denen sind wir ausgezeichnet. Dann sollten wir vielleicht hier rüber springen. Und schauen, dass wir da was bauen, wenn das ausgezeichnet ist, denke ich mal, ne? Macht vielleicht am meisten Sinn, dass wir da was hinbauen. Mit der Fraktion. Achso, wir müssen gucken, was wir rüberspringen. Und da bauen wir dann, wo das ausgezeichnet ist, in der Nähe irgendwo unsere Station. Vielleicht, wohl, ist auch ist ziemlich am Rand das ausgezeichnet, ne, oder? Ja, vielleicht ein bisschen besser mehr zum Zentrum hin, weil wir da bessere Ressourcen auch finden. Okay, da gibt es eine Nachricht von, ich weiß nicht wie er heißt, Kido Yilam. Treffpunkt, du machst dich also auf die Reise. Ne, das ist dann hier. Hallo, der Patient, du uns vielleicht helfen kannst, wird der Einsiedler genannt. Er lebt in Sektor 328-109. Er wohnt in einem Asteroiden. Grüße, Kido Yilam. Gut, das ist dann die Aufgabe, die wir weitermachen müssen. 328-109. Das ist ein Notruf. 328. Warte mal, 328 ist in diese Richtung. Ist da. Okay, das ist ja irgendwo in der Nähe von unserem 328-109. Hä? Ne, es muss tiefer sein und A ist da. Da ist der Einsiedler, okay. Ja, Koordinaten im Computer eingeben ist da jetzt nicht. Wir müssen diese längeren Weg nehmen. Vielleicht können wir dieses Wurmloch dann nehmen. Das andere wäre einmal mehr springen wahrscheinlich, ne? Kriegen wir schon hin. So, wo ist das Wurmloch? Da. Da sind wir schon ganz in der Nähe, das ist ja schon mal cool. Springen wir da mal rein. Und da war der Einsiedler. Ich komme nicht über den Riss rüber. Na super. Dann müssen wir erst dahin. Naja, ist halt so kompliziert. Kann man auch nicht ändern, ne? Und dann sind wir schon da und dann kommen wir da über den Riss und dann können wir auch weiter springen. Okay, jetzt müssen wir dahin.
Ist das unser Tor? Nee. Dann sind noch zwei. Nordost? Nee, dann muss es das sein. Nee, Ost, Nordost ist es auch nicht. Da muss noch ein Tor mehr sein. Sehe ich das? Da ist es. Das ist unser Tor. Süd-Südost, genau. Okay, da müssen wir jetzt so hinfliegen. Ich wollte gerade sagen, der Ton ist weg, aber er ist wieder da. Hat es mal einen Aussetzer gerade gegeben. Springen wir dann über den Spalt, den Riss im Gefüge. Da müssen wir gucken, dass wir zum Einsiedler kommen. Das müsste ja jetzt kein Problem sein, dahin zu springen, oder? Okay. Was ist das hier? Schrottplatz ist hier, okay. Und tschüss. Da müssen wir den Einsiedler treffen. Warum störst du meine Einsamkeit? Es tut mir sehr mir leid, ich soll wieder gehen. Ich habe gehört, du weißt viel. Hat du mich jetzt sowieso schon bei meiner Meditation gestört hast, kann ich auch mit dir reden. Erzähl mir von der Barriere. Die Barriere? Die Barriere ist ein Ring aus zerrissenem Hyperraumgewebe und das Zentrum des Galaxieraums. Sie ist vor etwa 200 Jahren entstanden nach dem sogenannten Ereignis. Was ist passiert? Die Vereinigten Allianzen haben einen großen Krieg gegen die Xotan geführt. Die Xotan waren am Verlieren. Sie wurden in Richtung des Zentrums zurückgedrängt. Auf einmal waren große Schwingungen im Energiegewebe der Galaxie zu spüren. Das nächste, was geschah, war, dass viele Risse überall aufgetaucht waren und dass das Zentrum und jeder, der sich daran befand, vom Rest der Galaxie abgeschnitten war. Nur die Xotan können die Barriere überqueren. Was ist das Zentrum? Soweit wir wissen, ist es noch nicht besiedelt. Vor ein paar Jahrzehnten kam einer ihrer Schiffe über die Barriere. Die Besatzung sagt, dass sie dachten, sie wären vor einer Selbstmordmission. Die Fraktionen im Zentrum glauben, das Ereignis hätte alles außerhalb der Barriere zerstört und dass die ganze Galaxie nur noch so groß wäre wie das Zentrum. Sie können die Barriere überqueren? Ja, sie haben ein Material, das sie Avorion nennen, das entscheidend während des Ereignisses entstanden ist, welches ihnen erlaubt, über die Barriere zu springen. Haben sie es mit rausgebracht? Leider wurde das Avorion, das sie mitgebracht haben, zerstört. Als Wissenschaftler begannen sich darüber zu streiten, wer damit experimentieren darf. Deswegen bin ich ein Einsiedler. Ich halte mich von diesen Dummen fern. Ich kann nicht verstehen. Da die Fraktionen im Zentrum seitdem nicht mehr versucht haben, nach außen zu kommen, ist der einzige Weg nach drinnen wohl nur die Xotan-Technologie. Redest du von Xotan-Artefakten? Genau, es gibt immer noch diejenigen, die nach Wegen ins Zentrum suchen und anscheinend gibt es Xotan-Artefakte, die einem in der Theorie helfen, die Barriere zu überqueren. Ich weiß von einem solchen Artefakt, welches zum Verkauf steht. Soll ich dir einen Mail mit dem Detail schicken? Vielen Dank. Ich bin mir sicher, dass die Fraktion im Zentrum dir auf die ewige Dankbarkeit wäre, wenn du ihnen zeigen könntest, dass die Galaxie außer Besitz noch existiert. Du hast neue E-Mail, drücke L, um sie zu öffnen. Handelsgilde. Hallo, manche Händler der Handelsgilde verkaufen der Artefakt der Xotan. Man muss diese speziellen Händler zu sich herrufen. Finde einen Weg zu dir zu rufen und du kannst ein Artefakt kaufen. Okay. Finde den Schmuggler. Ich habe von einem weiteren selben Artefakt gehört. Ein Schmuggler hat es in einen Besitz gebracht. Du solltest einen Schmuggler Markt aufsuchen und die Schmuggler dazu bringen, dir zu vertrauen. Vielleicht führen sie dich zu ihrem Boss. Okay, also das ist hier aber vom Dingens jetzt. Nee, das ist beides von dem und nicht vom Einsiedler. Okay, na dann. Na jetzt muss ich dann den Schmuggler finden, den Schmugglerring finden. Den hatten wir doch letztens. Und, ja, Händler. Das wird spannend. Da müssen wir gucken, wie wir da dran kommen, ne? Jetzt müsste man nur noch mal wissen, wo man damals die Schmuggler gefunden hat, ne? Besonderer Asteroid. Vielleicht sollten wir da mal hinfliegen. Und dieses besondere Feld noch mal angucken. Vielleicht ist da die Lösung, dass man diese besonderen Händler rufen kann. Das müsste man mal gucken, ne? Was haben wir hier im Sektor? Oder ein Einsiedler, okay.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir das auf jeden Fall in der nächsten Runde. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.